In 4 Monaten startet der Kreuzzug um das Königreich von Pommern. Wir gucken mal eben. Das Königreich von Pommern hier. Hier unten. Was ist denn da das Problem jetzt aktuell? Was ist hier? Was ist hier das Problem? Wie sieht es hier denn religionsmäßig aus? Katarisch ist hier drinnen. Aber wer, wieso, gegen wen? Herzog Unwan von Angria. Ah, Katara, doch. Ist doch katarisch, ja. Das heißt, hier unten müssen wir dann schön belagern. Das heißt, wir werden hier oben unsere Belagerungstruppen ausheben. Und wahrscheinlich erstmal einfach nur die, damit wir uns nicht wieder gleich verschulden. Freiheitsfraktion wurde geschaffen. Ja, alles im grünen Bereich noch. Die Herzogin wird noch beeinflusst, das ist gut. Das heißt, wir haben die Ansprüche mit ihm jetzt hier drüben komplett umsonst gemacht, weil die jetzt sowieso unabhängig waren und sich haben vassalisieren lassen. Na gut. So läuft's halt ab und zu mal. Mein Sohn Islaifur soll mit jemandem aufs Heftigste kopuliert haben. Er ist 23 Jahre alt, da darf er doch. Da ist er in der, da steht er in Saft und Kraft. Wieso sollte der nicht eine heiße Hose wieder haben? Also das muss man ihm einfach verzeihen jetzt. Oder wir kerkern einfach die Majida ein. Wir kerkern die Majida ein. Alles andere wäre Quatsch, weil wir dadurch eine Hingabestufe verlieren. Naja. So, Lösegeld fordern geht nicht. Dann können wir dich auch einfach so wieder freilassen. Oder wir werden dich bekehren. Ach, die war ja auch noch hier. Ja, die war ja auch noch verheiratet. Der, ne? Der Unzüchtige hier. Na gut. Unsere Ehefrau ist mittlerweile 36 Jahre alt. Sie ist nicht mehr schwanger. Das heißt, wir könnten nochmal einen Verführungskomplott starten. Weil wir leider nur 2 Kinder bekommen haben. Also nicht zwei Kinder, zwei Töchter bekommen haben. Und wir ja eigentlich immer noch auf einen weiteren, besseren Sohn spekulieren. So. Pause raus. Wir warten auf den Kreuzzug. Oh, war die schwanger? Die eine Dame jetzt hier, mit der der Sohn kopuliert hat. Tatsächlich schwanger. Na, wenn das mal nicht ein, ne? Nicht der Sohn des Ehemanns ist. Heieiei. So, 50 Tage noch. Titel können geschaffen werden, brauchen wir nicht. Kreuzzug für Pommern beginnt. So, und jetzt schauen wir mal. Hier drüben können wir belagern oder hier. Es macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn wir gleich hier reingehen. Also wir heben mal hier die Truppen aus. Und wir werden nur... Wir werden nur mit den Mangonellen dann runtergehen. Geht eigentlich noch 30 plus momentan. Wenn wir nur mit dem Kriegsvolk runter marschieren. Ein Belagerer haben wir. Doch, haben wir sogar. Können wir rekrutieren. Für 50 Gold, komm. Dann holen wir uns den Belagerer noch und dann marschieren wir jetzt gleich mal hier rein und belagern erstmal Rügen. Zu epischer Musik dazu. Ist halt ein bisschen doof, weil wir jetzt als erstes ankommen. Aber ich will mir gleich mal die Punkte sichern. Meisterhafte Worte. Okay. Was hat sie denn für Eigenschaften? Maßvoll, gierig, ehrgeizig. Sie ist wunderschön. Ich, ne, die atemberaubende Schönheit wird wieder sehr schön gelobt. Bei 80%. Die zweite Entscheidung ist halt immer die, die dann ein bisschen schwierig wird. So, wir gucken kurz, ob die Kriegspunkte nach oben gehen. Während wir belagern.
Das freut mich. Und offenbar ist hier oben, ist da noch ein anderer Krieg am Laufen, oder? Wer ist das hier? Wieso wird hier noch Krieg geführt? Relativ viel Kuddelmuddel. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht unter die Räder kommen. Da kommen gleich noch andere Truppen. Ich hätte ja fast gesagt, dass wir vielleicht dann uns, ne, dass wir hier mal anfangen mit der Belagerung, aber uns dann eventuell hier auf den Bereich, dass wir uns darauf konzentrieren. Wir schauen mal, ob wir hier einigermaßen durchkommen, ohne dass wir verhauen werden. Eine Lesung in Reykjavik so schon wieder. So, also sie hat eine Tugend, deswegen wird etwas Frommes aus der Heiligen Schrift gemacht. Okay, klappt leider nicht. Ich weiß auch nicht so wirklich, auf welche Eigenschaften man da immer aufpassen muss. Vielleicht hängt das auch ein bisschen vom Zufall ab. Sehr schade. So, da kommen jetzt Truppen. Ich habe das Gefühl, die vereinigen sich jetzt und kommen zu uns runter. Und wir können nichts dagegen tun. Ich laufe mal lieber davon jetzt. Vielleicht, wir gehen mal raus auf die See. Und eventuell... Oder wisst ihr was? Wir gehen mal hier rüber. Nee, da haben wir Verschleiß. Ja, jetzt kommt er zu uns. Na gut, er kommt zu uns. Das heißt, wir müssen hier mal kurz raus hier. Dreißig Tage dauert wahrscheinlich zu lange jetzt. Viertausend. Es sind zu viele, vor allem wenn die alle dann noch dazukommen. Versuch mal hier über Rügen raus zu verschwinden. Hat leider nicht geklappt. Ha, sehr schade. Ah, es ist spannender Kampf, aber wir werden leider verlieren, weil unsere Verbündeten nicht mehr rechtzeitig kommen. Sehr schade. Ja, das ist das Los, wenn du als Erster hier in den Kreuzzug kommst. Wenn wir eine Minute später da gewesen wären, dann wäre hier alles schon erledigt gewesen. So, wir beschlafen unsere liebe Frau. Wir ziehen uns bis hierhin zurück. Aktuell sind wir immer noch bei der Kriegsbeteiligung an erster Stelle, was ganz okay ist. Dann werden wir mit den 3200 hier hochlaufen und hier unten noch ein bisschen belagern, während hier oben dann hoffentlich ordentlich Krieg geführt wird. Gekämpft wird. Aber es war eine knappe Kiste. Habt ihr das gesehen? Wir haben uns ganz schön wacker gehalten. Aber zum Schluss war einfach die Anzahl der Truppen dann doch nochmal ein bisschen entscheidend. Er hat einfach zu viel nachgeschmissen. Na gut. Und die 9000 hier oben sind aufgehalten worden. Das heißt, auch dort wurden wir dann nicht mehr verstärkt. Was auch etwas schade war. So, Kleinvieh macht auch Mist. Westreland wird von der Herde profitieren. Entwicklungszuwachs oder eine große Viehherde. Wir probieren es, die große Viehherde zu bekommen. Ja. Und es hat geklappt. So, dann belagern wir hier unten. Wir können ja dann auch noch hier schön rein nach Anhalt. Oben wird belagert. Wichtig ist nur, dass wir hinterher dann schön Gold bekommen. Hier stehen 6500, die kommen jetzt wahrscheinlich wieder zu uns rüber. Ach Mist, das ist so doof. Behalte das mal im Auge. Jetzt bleibt er hier oben stehen. 2000 wurden verprügelt. Ah, jetzt kommen 3000 hier runter. 3500, mit denen könnten wir es eigentlich aufnehmen. Wenn da nicht noch jemand kommt. 3500. Das müsste eigentlich klappen. Ach, da kommen noch mal 5000 jetzt. Ah, da wird es wahrscheinlich wieder eng werden. Bis wir hier fertig sind, ist er nämlich schon da.
Wir haben eine Schlacht. Oh, wir haben eine Schlacht gewonnen. Können uns jetzt nochmal verziehen hier. Einfach raus hier am besten. Und da ist der Kreuzzug auch schon vorbei. Das, okay. Ging jetzt überraschend schnell. Wir haben... Oh, unsere Schwester wurde eingesetzt. Und wir haben 1100 Gold bekommen, 3200 Prestige und 864 Frömmigkeit. Unsere Schwester ist drin. Das freut mich natürlich sehr, dass die jetzt hier oben ist. Wir können ja mal ganz kurz unverbindlich gucken. Wenn die Schwester jetzt hier oben herrscht. Sobald ich es finde, wo herrscht die denn jetzt, die gute Schwester? Königreich von Pommern. Hast du das? Wurde unsere Schwester jetzt... Ich habe es wieder zu schnell weggeklickt. Aber da stand doch... Ne? Hat die jetzt was bekommen? Wir gucken mal, unsere Schwester. Unsere Schwester. Die hat eine Grafschaft, hat sie offenbar bekommen. Und sie untersteht jetzt quasi dem König von Pommern. Wie beim letzten Mal hier unten. Wo war das? Hier? Wo war das? Die hier war das, ne? Wo unser... Ich glaube, hier war es, ja. Hat sie leider nicht das Königreich bekommen. Vielleicht, weil sie eine Frau ist. Könnte durchaus sein. Ein bisschen schade. Wir könnten ihr natürlich den Titel vielleicht jetzt... Wenn wir hier mal auf... Nee, sie hat auch schon den Erben... Den Erdmund. Das ist der Haupterbe. Wieso ist da nicht der Neffe von uns dann dran? Der Enkel, offenbar. Das ist ihr Enkel. Ist ihr Erbe. Na gut. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, aber okay. Da ist der Papst einfach mal so. Aber wir haben ganz viel Gold, Prestige und Frömmigkeit bekommen. Das freut mich sehr. Goldene Pflichten, Druckmittel, Zahlung verlangen. Gehen mal in diesen Zweig, habgierig. Dann werden noch Leute verkauft. Eine Zahlung verlangen, ja, können wir machen. Nachbarn können zu Vasallen gemacht werden. Oh, wer kann bitte zu Vasall gemacht werden? Herzogtum von Norland hier oben. Die wollen vassalisiert werden. Dann Herzog Soini von Savo. Savo. Wo ist Savo? Guck mal, wo wir das finden. Savo hier drüben. Dass die vassalisiert werden wollen. Na gut, sind ja direkt eigentlich daneben dann, ja. Und... Graf Alfons von Jokmok. Was ist ein Jokmok hier oben? Sehr schön. Ach Mensch, das ist mir immer am liebsten, wenn die Leute freiwillig zu mir kommen und sich uns anschließen wollen. Wunderbar. Ah, ist schon auch ganz schön groß geworden jetzt. Nur mal testweise. Ich sag nicht, dass wir es machen, aber nur mal testweise. Wie sieht es denn hier aus? Mit dem Kaiserreich von Skandinavien. Oh, 36 von 92. Da sind wir noch sehr weit entfernt jetzt. Gut. Aber wer will schon als Kaiser von Skandinavien herrschen, wenn er auch Kaiser von Iron Island Island sein kann? Oder? So, wir können noch jemanden übertragen. Das ist okay. Je weniger Vasallen, umso lieber ist mir das. Gut, und dann steht jetzt noch Frankreich auf dem Speiseplan. Wir haben jetzt genug Gold, um hier den Krieg vom Zaun brechen zu können. 10.000, keine Verbündete. Haben wir denn... Ohohohohoho. Sag ich da nur. Okay. Ach, erstmal durchatmen, was ist hier los? Er hat einen Anspruch auf das Königreich von Frankreich. Wer bist du? Earl Roldruf Sagerson von Suffolk.
Oh, der hat Louis. Der darf uns nicht wegsterben jetzt. Der darf uns nicht wegsterben. Wo sitzt der denn? Der sitzt hier oben jetzt. Ach, wie gut. Hohohoho. Ich dachte, wir kämpfen jetzt um das hier oben. Stattdessen kämpfen wir um ganz Frankreich. Meine Güte, Leute. Dass wir nochmal so ein Glück jetzt haben. Heieiei. Oh, apropos, weil ich gerade den Nackten gesehen habe, auch mit dem Patch, der gestern erschienen ist, kam jetzt die Option, dass man die Nacktheit, wir können das ja mal ausprobieren, wir müssten hier oben noch irgendwo Nackte haben, wenn mich nicht alles täuscht. Hier. Man konnte das ursprünglich ja nur in den Spielparametern ändern und auch nur vorm Spielstart, also vorm ersten Start. Das wurde jetzt mit dem letzten Patch wurde das angepasst. Und jetzt kann man hier unter Spiel Nacktheit anzeigen, das rausnehmen. Was ja auch Sinn macht. Jetzt gucken wir mal, wie die ausschauen. Wenn sie nicht mehr nackt sind, sind sie dann angezogen oder? Ah, okay, dann haben sie einfach nur die Leinenhemden, tragen sie dann. Das verstehe ich auch. Okay, wir lassen das natürlich jetzt hier draußen. Aus historischen Gründen. Also, dass die sollen ruhig nackt bleiben. Bisher habe ich keine Probleme gehabt, irgendwie. Das sagt jetzt noch nichts, weil so bekannt sind die Videos jetzt hier nicht auf YouTube, dass man da gleich mal kontrolliert und gesperrt wird. Das kann auch gut und gern auch erst in einem Jahr sein. Aber bisher war da jetzt noch gar nichts, deswegen lasse ich das jetzt erstmal so drinnen. Ich bin ja auch am Überlegen, ob wir vielleicht noch wechseln sollen auf Adamitentum. Aber dann werden wir halt schon wahrscheinlich auch ein Problem mit dem Papst bekommen, der mittlerweile jetzt auch nur noch alle 30 Jahre, habe ich gelesen, den Kreuzzug ausrufen darf. Und nicht mehr alle 5 Jahre, wie es bisher war. Naja, vielleicht, dass wir ganz zum Schluss einfach noch wechseln. Was kostet denn das Wechseln zum Adamitentum? Da ist es. 250 Frömmigkeit kostet das gerade mal. Es würden alle würden nackt werden. Guckt euch das an, alle Vasallen. Außer zwei. Komm, das machen wir vielleicht ganz zum Schluss dann. Das machen wir ganz zum Schluss. So, jetzt müssen wir uns erstmal um Frankreich kümmern. Und ich gucke noch ganz kurz, damit ich das nicht vergesse, nach Dänemark. Dänemark wollten wir ja auch noch mal kurz besuchen. Wir haben hier oben noch einen Anspruch, zwei Ansprüche. Ach, das waren die, die wir schon damals gemacht haben. Vielleicht, wenn wir zusammen das mit hier und noch machen, dann könnten wir hier das zusammenhängend machen. Ich schicke mal den Patriarch noch hier unten rein, dann soll er hier unten noch etwas machen, bis wir hier hochkommen. Gut, dass wir uns die Westküste hier oben auch noch einverleiben. Ich sehe gerade, dass hier oben, die sind auch alle unabhängig jetzt. Oh, wenn die nicht mehr im Krieg sind, wenn die nicht mehr im Krieg sind, dann müssten doch die alle vassalisiert werden können von uns. Dann müssten die alle vassalisiert werden können. Vielleicht können wir auch die Nordküste hier oben noch ein bisschen grün einfärben. Hätte ich schon auch ganz viel Lust darauf. Es ist sehr zerstückelt mittlerweile hier. Na gut. Aber jetzt steht erstmal Frankreich auf dem Plan. Wir werden uns das holen und vielleicht dann auch hier... Wir können ja hier unten nicht gleich weitermachen dann. Okay, also er hat 10.000 Mann. Wir haben ganz viel Gold. Das heißt, es ist kein Problem. Wir werden die Ansprüche von Earl Roldruf durchsetzen. Er hat auch schon Kinder. Das heißt, der hat auch schon einen Erben, falls er jetzt wirklich an Louis stirbt. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht so schnell. Es wird der Krieg erklärt um das Königreich. Wir werden
Das sind zwei Provinzen hier. Wir werden uns erstmal hier oben sammeln. Und dann gemeinsam runterfahren. Ja, wobei, wir könnten uns eigentlich auch schön aufteilen. Ne? Wir könnten es auch anders machen. Wo ist uns mein Belagerungsgerät hier drin? Wenn wir mit ihm hier oben bleiben und mit den anderen beiden geht es dann nach Süden runter, dann können wir gleich Richtung Hauptstadt tuckern. Und dann bleiben die 5.000, 7.000, selbst wenn er jetzt hier mit 10.000 hochfährt, selbst dann können wir uns noch ganz gut verteidigen. So, ihr beiden seid fertig. Dann bringen wir euch, vor allem die Mangonellen, gleich mal hier rein. Richtung Hauptstadt. Die 7.200 kommen wahrscheinlich dann hier rein. So. Und ihr geht mal hier hoch. Und belagert die Burg hier. Und belagert die Burg hier. Da hat er sogar zwei Burgen wieder drin noch. Oh, da müssen wir aufpassen. Da kommt er jetzt schon. Eieiei, da kommt er schon. Stopp! Kommando zurück! Mist, jetzt habe ich die schon hier rausgebracht. Ah, da müsst ihr nochmal reinkommen. Tut mir leid, da müssen wir nochmal hier das anders machen. Er läuft jetzt hier rüber, komischerweise. Das heißt, wir bringen euch zur Verstärkung gleich mal hier rein. Bisschen Kuddelmuddel jetzt, aber dann kümmern wir uns erstmal um ihn hier. Und am besten, oder am liebsten wäre mir natürlich ein Tag, zwei Tage, drei Tage. So. Wer kommt zuerst rein? Vier Tage, neun Tage. Er kommt zuerst rein. Das heißt, hier brauchen wir einen guten Anführer drin. 20er ist gut. Sehr gut. Dann kommt es hier zur großen Schlacht im Bistum von Papworth. Und wir haben die Hufeisen entdeckt. Das heißt, wir sind nochmal ein bisschen schneller unterwegs. Das war aber nicht unser Kulturinteresse. Unser Kulturinteresse dauert noch 8 Jahre. Hufeisen war im Frühmittelalter. So, er hat leicht gezögert, ob er reinlaufen soll oder nicht. Hat aber letztendlich dann nicht mehr davon abgesehen zu flüchten. Wir haben offenbar noch den Bauernpöbel, der hier einen Aufstand probt, um den müssen wir uns dann auch noch kümmern. Na gut, dann bleiben wir vielleicht doch erstmal hier oben. Und verteidigen das hier, während er noch herumläuft. Mal schauen, ob er quasi aufs Meer rausgeht oder ob er hier bleibt. Er bleibt offenbar hier. Das heißt, wir greifen dich jetzt einfach mal ständig an, während er noch ein bisschen belagert hier. Wenn er schon seine Einheiten hier ordentlich versemmelt, dann ne, wollen wir uns das auch zunutze machen. Jetzt ist einfach hier rüber gelaufen, das ist ja perfekt für uns. Dann holen wir uns den gleich. 3200 hat er nur noch. Dann die Belagerung hier ist gleich vorbei. Da kommen nochmal 500. Bringt euch hier rüber. Vielleicht erwischen wir die 500 noch. Sehr schön. Er ist geflüchtet hier runter. Komischerweise weiß ich, ob er jetzt hier Verschleiß gehabt hat, aber es sind eigentlich Küstenprovinzen wahrscheinlich eher nicht. Wir haben 61% jetzt schon. Wir haben gerade mal eine Provinz belagert. Das ist schon mal eine Hausnummer jetzt hier durch die Schlachten. Haben wir jetzt ordentlich hier Boden gut gemacht und der Krieg um das Königreich von Frankreich ist eigentlich jetzt schon entschieden. Das ist alles schon entschieden jetzt. Dann bringen wir noch eine Truppe Richtung Hauptstadt. So, ein Anspruch, 96 Gold, das ist der oben in Dänemark. So,
So, Belagerungsgerät wird jetzt hier runtergebracht in die Hauptstadt. Und die anderen bleiben hier oben erstmal. Wobei, er hat nur noch 35 jetzt. Bin mal gespannt, wo der Bauernpöbel rauskommt. Ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon wieder sehr weit fortgeschritten. Wir verlagern das Ende des Krieges um das Königreich Frankreich in die nächste Folge. Das gibt's ja nicht. Jetzt wird hier alles auch nochmal grün eingefärbt, Mensch. Auf die letzten Tage von dem Kaiser Falki III. Ist das hier, Ilfason. Da hat er aber nochmal ordentlich Gas gegeben jetzt und hat hier nochmal schön sein Reich vergrößert. Das freut mich.